Um nochmal mit dem Typen zu um zu gucken, ob der Typ wieder da ist und vielleicht ne wieder was anderes für uns als Tauschgeschäft hat. Nö. Nicht da. Okay. Dann nicht. Ah, stimmt, was war denn das hier für ein Shop nochmal? Was waren das für Steine? Ich bin mir gerade unsicher. Vor allem schwarze Steine. Okay, schwarze Steine sind interessant. Und, ja, hier, Verstärkungszeug. Ich habe einen schwarzen Stein, das sollte erstmal ausreichen. Ja, weil so oft nutze ich die Transmutation aktuell noch nicht. Lohnt sich aktuell nicht. Okay, können wir aktuell in den Jazzclub? Nee, schade eigentlich. Na gut. Dann gucke ich mal hier zum Schrein. Zum Tempel. Okay, nur tagsüber. Gut, meinetwegen. Den halt nicht. So. Ab ins LeBlanc, denn hier habe ich nichts weiter, um meinen Mut zu erhöhen. Und, nicht die Seitenstraßen. Ich trottel. Egal. Das war dumm. Aber hey. So. Ab zum LeBlanc. Und, mein Rang mit Sojiro erhöhen. Jetzt weißt du Bescheid. Es ist noch nicht viel, aber es hilft schon mal. Hilfst du heute? Ja. Machen wir. Ihm helfen. Nee, ich bring dir bei, wie man guten Kaffee kocht. Sein Geschmack hängt ganz allein von dir ab. Beginnen wir mit den ersten Schritten des Kaffeebrühens. Hör mir einfach gut zu. Diese kolumbianischen Bohnen gehören zu einer mittleren City-Röstung. Nicht überkochen lassen. Keine Sorge, ich bin die ganze Zeit da. Nicht schlecht. Einfaches Brühen bekommt aber jeder hin. Meine Mischung dagegen ist etwas anderes. Man darf die Bohnen nicht wahllos mischen. Die Säurenote und der Geschmack hängen vom Bohnenverhältnis ab. Ganz schön komplex, oder? Klingt schwierig oder erzähl mir mehr? Erzähl mir mehr. Yes, perfekt. Das ist aber jemand begeistert. Experimentiere ruhig mit den Kombinationen, wenn es dich so sehr interessiert. Aber Hände weg von den teuren Bohnensorten, verstanden? Nun zum Curry. Der Geschmack ist nämlich ein Geheimnis. In Wahrheit hat sich ein Genie die perfekte Gewürzmischung als Ergänzung für den Kaffee überlegt. Es ging um die Quantifizierung des Geschmacks. Es gibt keine Formel dafür, aber es ist echt gut. Beim Essen machen wir keine Kompromisse. Es geht darum, die Gäste zu beeindrucken. Dies ist ein kleines Café. Nur wenn ich zufrieden bin, geht es mit dem Laden weiter. Du! Sagte ich nicht, dass ich das Geld, dass mir das Geld fehlt? Siehst du hier viele Gäste? Oh, sei nicht so bescheiden, Sakura-san. Du kannst sicher, du hast sicher viel gespart, während du für die Regierung tätig warst. Kümmerst du dich nicht aus reiner Wohltätigkeit um deinen Angestellten da? Ich wünschte, du wärst zu mir so freundlich. Bitte bestell etwas oder geh wieder. Ich erwarte einen Anruf und habe keine Zeit zum Plaudern. Du kannst ruhig vor mir telefonieren. Ich rede so lange mit deinem kleinen Freund. Unterhalten wir uns, bis es klingelt oder passt dir das nicht? Tja. Sujiro scheint Probleme zu haben. Was soll ich tun? Bei Sujiro anrufen. Oh, das ist der erwartete Anruf vom Sozialamt. Sie kommen häufig vorbei, um zu sehen, ob es dem Jungen gut geht. Soll ich euch vorstellen? Oh, richtig. Ich habe selbst noch einen Termin. Ich komme später wieder. Jeez. Hat der wirklich nichts Besseres zu tun? Ich sollte es dir erklären. Womöglich kommt er vorbei, wenn ich nicht da bin.
Die Stimme ist schon so ein bisschen anstrengend, aber egal, ich bereue es nicht. Dieser Mann ist ein netter Bekannter, der gerade knapp bei Kasse ist. Das nette Gehabe ist nur Fassade, glaub mir. Deine Aktion eben war wirklich geistesgegenwärtig, erstaunlich. Da hast du mich echt gerettet, vielen Dank. Meine Bindung zu Sojiro vertieft sich. Du kannst Curry kochen, das für alle Verbündeten weniger SP wiederherstellt. Yes. Nice. Curry. Curry ist lecker. Grundlagen für LeBlanc Curry. An Tagen, an denen sich im Kühlschrank von LeBlanc Curry Zutaten befinden, kannst du Curry kochen. Tagsüber nach der Schule, wenn das Café offen ist, kannst du kein Curry machen. Versuch es stattdessen abends, wenn der Herd nicht benutzt wird. Doch was stellen dich die Probleme anderer Leute? Es ist viel leichter, sie zu ignorieren. Ja, es ist leicht, aber es ist nicht richtig. Das ist der Unterschied. Tja, so bist du wohl einfach nun mal. Ist es schon so spät? Ja. Ich würde ihn ja anzeigen, wenn er nicht ihr Verwandter wäre. Aber ist nicht wichtig. Das war's für heute. Geh lernen oder so und schließ den Laden ab. Ich kann das Mitgefühl hinter Sojiros Handeln erkennen. Meine Güte hat sich erhöht. Yes. Gute Güte. Wir sind so gütig. Nee, Akira. Tut mir leid wegen heute. Ich wollte dich nicht in meine Probleme verwickeln. Ich muss wohl nicht erst sagen, aber wenn der Typ wieder auftaucht, dann ignoriere ihn, okay? Lass ihn einfach sein Ding machen und konzentriere dich auf deine Arbeit. Verstanden? Ja, komm, verstanden. Ah, das gibt sogar Punkte, Mensch. Gut, was auch immer er sagt, nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist noch in der Probezeit, also nimm dich zurück, okay? Gut, ich vertraue dir. Bis später. Es ist schön, wenn Leute einem vertrauen. Schönes Gefühl. Kommt mir das nur so vor, dass hier heute viel Polizei unterwegs. Ich hätte einen Job für dich. Soll ich dir davon erzählen? Noch eine psychotische Störung? Du meinst, weil sie hier in Shibuya die Sicherheitsvorkehrungen erhöht haben? Die sind der Abschaum der Gesellschaft. Verhaften sollte man die endlich. Ja, so viel Abschaum. Mucho Abschaum. So trifft man sich wieder. Meine Güte, ist das ein trübes Wetter. Apropos trübe. Bei den Phantomdieb-Vorfällen gibt es nichts Neues. Wenn Sie mit Prangerkarten Aufsehen erregen wollen, war Madrames Fall wohl nicht der letzte. Wer wird wohl der nächste sein? Was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Mal ehrlich, ich auch nicht. Es gibt einfach nicht genug Stoff, um konkrete Schlüsse zu ziehen. Aber ich bin sicher, sie suchen sich bald jemanden aus, der noch mehr Aufmerksamkeit erregt. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Wegen dem, was ich in der Sendung sagte, muss ich über die Phantomdiebe auf dem Laufenden bleiben. Ich hoffe, du sagst mir Bescheid, wenn du in der Schule irgendwelche Gerüchte hörst. Na, mal gucken. Mal schauen, inwieweit ich dir vertraue. Oh, echt jetzt? Wir haben nichts bekommen. Die sind so ätzend. Mann, wir kommen gar nicht voran. Hey, können wir Fräulein Präsidentin nicht bitten, es zu ändern? Du meinst, unser Ziel zu ändern? Wir müssen ihr nur unsere Gerechtigkeit beweisen, oder? In dieser Welt gibt es jede Menge beschissener Erwachsene. Es ist egal, wem wir nachgehen. Sie meint, das wäre für die Schüler, aber ich wette, sie will damit nur eine Bewerbung angeben. Aber die Mafia stiehlt Jugendlichen Geld. Das können wir nicht zulassen. Es ist jetzt egal, wer das Ziel festgelegt hat. Ann hat recht. Wir wollen Schwache ermutigen. Lässt sich das damit nicht perfekt erreichen? Die haben wirklich kein Talent. Ich hätte nie gedacht, dass es so laut ist, wenn nicht gesungen wird.
Naja, jedenfalls hält der Catchy sicher die Klappe, wenn wir das durchziehen, aber... Genau deshalb müssen wir es machen. Letztlich hängt alles von den Infos ab. Wenn wir dazu keine Hinweise finden, kommen wir nie weiter. Es muss doch jemanden geben, der hat, was wir benötigen. Was ist mit den Medien? Hey, was ist mit der Journalistin? Du meinst die Frau, die mal da damals Haus beobachtet hat? Hey, stimmt, die hatte ich ganz vergessen. Hat sie dir nicht ihre Karte gegeben? Und wir haben sie natürlich noch in der Tasche. Auf der Visitenkarte steht Ichiko Oya von der Mayasa-Zeitung. Sie arbeitet für eine ziemlich wichtige Zeitung. Meint ihr, wir können ihr trauen? Einen anderen Weg gibt es nicht. Okay, kontaktieren wir sie. Oh, ja, danke. Er meint, unsere Zeit sei abgelaufen. Sollen wir sie verlängern? Die Happy Hour ist vorbei. Los, gehen wir. Was für eine Verschwendung. Tja, wir müssen wohl einfach abwarten, bis die Journalistin auf unsere E-Mail antwortet. Sagen wir uns sofort Bescheid, wenn sie antwortet. Ja, Kira? Na klar. Na klar. Machen wir. Kein Ding. Hey. Du kommst leider ins Spätheim. Ich hoffe, du steckst deine Nase nicht in andere Leute Angelegenheiten. Der Boss hat's drauf, wie immer. Aber es ist eher so, als würden wir in die ganze Sache reingezogen. Das stimmt wohl. Das trifft eher zu, ha? Huh? So, da ist nix. Sonst irgendwas, Sojiro? Nö. Ja, dann, nö. Der Tag ist doch noch nicht vorbei. Wenn du willst, kann ich dir jetzt alles beibringen. Jo. Vertieft sich zwar noch nicht, aber wir können trotzdem mal helfen. Leg deine Sachen hin und schnapp dir eine Schürze. Vergiss nicht, deine Hände zu waschen. Tsujiros Anleitung ist extrem genau. Ich habe einfach gemacht, was er gesagt hat. Meine Bindung zu Tsujiro wird bald stärker werden. Sehr gut. Hey, danke für deine Hilfe. Ja, gern doch. Ja, gern doch. Makoto. Heute kam ein Anruf aus deiner Schule. Sie wollen wissen, ob es in letzter Zeit Veränderungen in deinem Leben gab. Hä? Ich habe ihnen was Passendes geantwortet, aber gibt es in der Schule Probleme? Nein, alles okay. Tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast. Hey. Du kommst in letzter Zeit spät nach Hause. Ich glaube nicht, dass du das tun würdest, aber lauf in Shibuya nicht spät abends herum. Ich habe Geschichten über junge Mädchen gehört, die da draußen ihr Leben ruinieren. In zwielichtige Geschäfte verwickelt werden, zur Arbeit in der Sexindustrie gezwungen werden. Darüber habe ich auch Gerüchte gehört. In der Schule wird darüber geredet. Das waren nicht nur Gerüchte. Ich weiß von mehreren solcher Fälle. Du solltest dir darüber keine Gedanken machen. Konzentriere dich erstmal aufs Lernen. Ja, ja. Das ist einfach unentschuldbar. Unentschuldbar, sag ich. Jo, hat diese Reporterin sich schon über die gemeldet? Wir haben jedoch gerade erst gemailt. Warum hast du so eilig? Keine Ahnung, ich habe nach Infos gesucht, aber ich finde einfach nichts. Wir haben nur noch 2 Wochen, Mann. Wir stehen unter Zeitdruck. Eigentlich sind es nur noch 10 Tage.
Wir haben auf jeden Fall nicht viel Zeit, selbst wenn wir sofort nach ihrer Antwort loslegen. Dann muss diese Schlacht wohl schnell gehen. Wir müssen auch überlegen, was wir machen, wenn sie gar nicht antwortet. Hey, verschrei es nicht. Echt mal. Ich ziehe einfach nur alle Möglichkeiten in Betracht. Bist du gar nicht nervös? Nervosität hilft uns nicht, irgendwas zu lösen. Wäre das die Lösung für unser Problem, würde ich viel schneller in Panik geraten. Recht hat er. Wow, das ist ja ein richtiger Philosoph. Nee, ich glaube, er ist einfach ein Vollidiot. Kann man jetzt so oder so sehen, ne? Nijima-Senpai, willst du mir nicht helfen? Moment, du würdest dich keinem bewahren, aber es kursieren schon Gerüchte. Moment, du bist nicht für die Leaks verantwortlich, oder? Beruhige dich. Nehmen sie dich immer noch aufs Korn? Echt, sie haben Delinquent nicht mal übersetzt? Ich wusste gar nicht, dass Delinquent ein deutsches Wort ist, aber gut. Sogar der Delinquent weiß es. Er könnte versuchen, mich zu bedrohen. Warum passiert das? Ich kann mir das nicht leisten. Ich habe ein paar Hinweise zu dem Zwischenfall gefunden. Du musst dich nur noch etwas gedulden. Hilfst du mir wirklich? Die anderen sagen, du willst nur eine Empfehlung bekommen. Das ist nicht wahr. Mein Ziel ist es, die Schüler an dieser Schule zu beschützen. Bitte, bitte beeil dich. Tja. So kann's gehen. Wir müssen einfach abwarten. In der Zwischenzeit können wir ja weiter einen Plan feilen. Yo. Entschuldige, dass ich dich störe, während du auf Informationen von diesem Journalisten wartest. Aber erinnerst du dich an diesen Beitrag über die Einbrechergruppe in Shibuya? Es scheint, dass der Benutzer, der über seinen Bruder geschrieben hat, Schüler in meiner Schule ist. Und mit etwas Nachbohren konnte ich ihm noch ein paar Details entlocken. Oh ja, das hat mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Es hat sich nicht so angehört, als hätte es etwas mit der Mafia zu tun, der wir auf den Fersen sind. Ganz genau. Ich konnte den Namen seines Bruders herausfinden. Er lautet Kazuya Makigami. Alter, er ist total abgedreht, dass jemand, der in sowas verstrickt ist, auf deine Schule geht. Gute Arbeit, Yusuke. Und du hast sogar den Namen von diesem Typen rausgefunden, nachdem wir suchen. Echt gut gemacht. Jetzt müssen wir ihn nur noch in Mementos bestrafen. Dieser Einbrecher wird nicht ansatzweise so übel wie die Mafia. Er ist nur ein normaler Typ, oder? Wir werden ihm zeigen, was es wirklich bedeutet, ein Phantomdieb zu sein. Scheint, als wären wir uns einig. Die Details können wir im Versteck besprechen. Wir haben unser Ziel. Wir müssen uns außerdem um die Mafia kümmern, also achten wir auf das Timing. Gut, treffen wir uns alle im Versteck, wenn du bereit bist. Okay. Phantomdiebe gegen Einbrecherbande. Ja, Mensch. Okay. An sich, wir könnten Takemio leveln, wir könnten mit Yusuke starten. Und das wär's. Oder wir gehen nach Mementos. Ich denke, ich bin für Mementos tatsächlich. Aber das machen wir nicht mehr in diesem Stream. Denn obwohl ich direkt vor dem Stream was gegessen habe, hängt mir der Magen sonst wo. Ich brauche Futter. Deswegen beenden wir das Ganze hier jetzt an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoste euch gleich noch zu irgendwem rüber. Ich muss noch gucken, zu wem. Aber ja. Gut, dann wie gesagt, danke fürs Zusehen. Und bis dahin. Tschö.